Willkommen zu Teil 2 hier des Presseballs in Rostock. Bevor die Party richtig startet, müssen sich die Gäste erstmal ein wenig stärken. Ist ja klar, weil es soll ja abgehen. Und das machen sie am Buffet. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Lecker. Marco, wie viele Austern hast du heute Abend schon geknackt? 100, 120 bis jetzt. Isst du selber gerne Austern? Ab und an. Also es ist nicht so, dass jetzt jede zweite Auster bei dir im Mund landet? Nein, nein, nein. Das ist nicht der Fall. Und wir machen es ja liebend gern für die Gäste. Darf ich auch mal eine kosten? Ich habe noch nie eine Auster gegessen. Ja? Oh Gott, oh Gott. Und die schlürfen wir jetzt also raus? Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Wirklich? Trauen Sie sich. Schmeckt so, als wenn man baden geht im Meer und ein bisschen Salzwasser schluckt, ne? Korrekt. Was gibt's bei euch zu essen heute? Erstmal die Vorspeise, kleine Fischteller. Ja. Und wie ist es? Sehr lecker. Ja. Habt ihr schon getanzt? Ja, haben wir. Ehrlich? Selbstverständlich. Das habe ich verpasst. Den Disco Fox haben wir getanzt, ja. Hat alles geklappt? Ja, wunderbar. Ja, natürlich. Ist er dir auf die Füße getreten? Nein. Gut gemacht. Danke. Steffen, du legst ja auf. Worauf muss man achten, wenn man Tischmusik auflegt? Um einfach Musik zu wählen, die eine gewisse Balance bringt. Die sollen sich aufs Essen konzentrieren. Die Musik soll einfach nicht stören. Gib doch mal einen Sampler raus. Tischmusik Volume 1. Ja, vielleicht irgendwann mal. Im nächsten Leben. Herr Medling, darf ich Sie kurz was fragen? Kevin Laske, mein Name. Hallo. Ja, hallo. Sie haben jetzt ein paar Lose gekauft. Was hoffen Sie denn zu gewinnen? Och, Sie haben doch schon alles. Eigentlich hoffe ich, gute Journalisten zu gewinnen, also eine ordentliche Ausbildung. Ja. Und vor allem den Schwerpunkt auf Kommunalpolitik. Ich glaube, das ist die Spitze der Journalistik. Was bedeutet für Sie der Presseball einmal im Jahr? Na, ist der gesellschaftliche Höhepunkt und im 800. Geburtstagsjahr der Hansestadt Rostock hier zu feiern in der neu gestalteten Stadthalle, das ist schon etwas Besonderes. Vielen Dank. Ja, die Ausrichtung dieses tollen Balles hier. Ne? Ja, wir danken, dass wir hier sein dürfen. Ich glaube, Sie haben Los verloren. Oh, ja. Und das ist, glaube ich, der Hauptgewinn. Das merken wir uns. Ja, das war geheim. Annika, ich hätte gern Los. Dann darfst du dir gerne eins aussuchen. Ja, okay. Egal welche Farbe? Egal welche Farbe. Das ist natürlich höher, wenn du 3 nimmst. So, das nehme ich. Sehr schön, dann bekomme ich von dir 10 Euro. Oh. Ich habe kein Geld dabei. Alex, hast du Kohle? 50, die reichen Kameraleute. Hier, bitte. Stimmt so. Nein, stimmt natürlich nicht so. Okay, super. Dein Rückgeld? 40, danke schön. Bitte. Dann, viel Glück. Ja, das habe ich erwartet. Ja, ist ja gut. Wir machen 50-50 mit dem Toll los, ne? Gut. Vielen Dank. So, hier. Gin Tonic für dich, ne? Da kannst du was Flottes spielen, ne? Dass die Leute auch mal in Schwung kommen. Auf jeden Fall. Danke für das Wasser. Es ist wirklich nur stilles, fruchtiges Wasser. Dankeschön. So ein Schnacker, der Typ. Jetzt wird es spannend, denn die Farbe des Gewinnerloses wird bekannt gegeben. Ich bin gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Also für die Garantiepreise, das ist die Farbe Weiß. Wir hätten es aufschreiben können. Wir haben Weiß. Kategorie. Und dann bleibt natürlich nur noch die Farbe Grün für die Hauptpreise. Ja, habe ich natürlich falsch verstanden. Die niedrigste Kategorie ist Weiß. Alex, wir haben nicht viel gewonnen. Da hat der Veranstalter großen. Gewonnen haben wir am Ende nichts, Alex. Tja, machen wir Feierabend, oder? Hier, einmal ein Bier.
Zum Wohl, hat Spaß gemacht. Presseball 2018. Bis zum nächsten Jahr. Ne? Oh.